klar. Das sollte nur ein Warnschuss sein. Ich fürchte, ich kann die Kleinmobilisierung begrüßen. Aber ich bin Frau Königin Lufine und schrecklich entzückt von deiner heldenhaften Persönlichkeit. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer Mission, aber wenn du uns helfen willst, sprich mit dem alten Lump. Endlos Munition! Ich muss mich an die Truppen wenden. Passt gut auf, ihr Lümpfe. Die Mission, zu der wir uns aufmachen, ist eine große Gefahr. Dieser böse alte Griesgram von einem Zauberer hat unseren Mitlumpf entführt. Aber wir werden ihn befreien. Hier, meine Lümpfe. Zauberzeit! Zu Befehl, meine Frau Königin! Wir werden euch bis zum Tod verteidigen, Frau Königin! Howdy do! Du siehst aus wie jemand, der vor keinem lumpigen Kampf zurückschreckt. Was für ein toller Anblick für meine alten Augen. Denn wir haben hier in der Gegend jede Menge lumpigen Ärger. Und alle unsere Kämpfer befinden sich in der vorgeschobenen Operationsbasis und versuchen, unser Dorf zurückzuerobern. Hast du schon von den Blauen gehört? Nein. Warum sind sie blau? Sind sie betrunken? Sie waren mal unsere Artgenossen. Aber dann haben sie sich mit irgendetwas infiziert. Alter Lumpf! Sie kommen! Wie aufs Lumpfwort. Du wirst es wohl gleich selbst sehen. In Deckung! Die Blauen kommen! Ich bin raus aus diesem Kampf. Ich bin zu schön! Ich hasse diesen verlumpften Lärm! Dann mal los! Sterben!
Bergquartett in der Nähe? Ich könnte eine zeitnahe Rettung gebrauchen. Du hast meinen Dank. Ach du dumme kleine Lymphe! Wenn ihr eure geliebte Frau Königin retten wollt, kommt ins Dorf! Oh, mir gefällt der Klang dieses ominösen Kicherns nicht. Das ist höchst beunruhigend. Hör zu, Fremdling. Gurgelrotz hat mich gezwungen, ihm bei seinen Experimenten zu helfen. Ich hatte keine andere Wahl. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Gurgelrotz hat den Blauwut-Virus erschaffen. Das ist alles Teil seines großen Plans, die Lymphe ein für alle Mal zu vernichten. Und ich habe auch erfahren, dass es kein Heilmittel gibt. Unsere infizierten Brüder sind verloren. Alles, was wir jetzt tun können, ist es, ihnen ewigen Frieden zu bringen. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Nimm dieses Rezept und sammle die Zutaten im Wald. Und Lymphe, ihr solltet euch beeilen, sonst könnte Lumpfine etwas blauer sein als sonst. Dieser verlumpfte Lumpfmörder. Hirnilumpf, bitte sag mir, dass du einen Plan hast, unsere Frau Königin zu retten. Allerdings, ich habe den heldenhaft aussehenden Fremdling losgeschickt, um Reagenzien für Gurgelrotz Pilzverbesserungstrank zu sammeln. Wenn sich meine Theorie als richtig erweist, sollte uns das dabei helfen, das verbarrikadierte Dorftor zu umgehen. Triff mich in der Operationsbasis außerhalb des Dorfes, wenn du fertig bist. Pass auf deinen Hintern auf. Gurgelrotz Lieblingskrabbe Asabel wurde in der Gegend gesichtet. Was? Was? Nein! Du Monster! Zu. Bisher warst du nur ein lästiges Ärgernis. Aber jetzt ist das persönlich. Sobald ich mit den Lymphen fertig bin, bist du dran. Das geschieht dir recht, du verlumpfter Lumpfsack. Wir Lymphe schnitzen seit Generationen diese Dachpilze, um unsere Häuser zu bauen. So ein bisschen auf die defensive Art. Teufel auch! Bist du schon tot? Du näherst dich der Höhle des Hasstrolls, der nur als Katja bekannt ist. Katja, der Hasstroll. Aufgeladen!
mir im vorgeschobenen Lager. Der Kessel ist vorbereitet. Ich halte den Kessel weiter am Kochen und blubbern. Gutes Timing, Fremdling. Wir kriegen Besuch. Seid auf der Hut, Leute. Das sind nicht mehr eure Brüder. Haltet euch nicht zurück. Für den Trank in die Suppe. Rescolumfo, Viola. Fertig. Ein Pilzverbesserungstrank. Kochend heiß und so frisch wie möglich. Wunderbar. Ich habe den Annäherungswinkel und die Geschwindigkeit der kombinierten Vektoren berechnet. Die Anwendung des Trankes auf diesen Pilz hier wird zu einem ganz erstaunlichen Ritt führen. Das sollte dich in die optimale Position bringen, um das Tor für den Rest von uns zu öffnen. Und jetzt fangt an zu springen, Leute! Hoppla, hopp! Heiliger Strohlumpf! Es hat geklappt! Jetzt macht das Tor auf, damit wir dir helfen können! Du Glückspilz! Je mehr Würfel, desto besser die Beute! Ein Rätsel! Ein teuflisches und genial designtes Rätsel wartet ganz in der Nähe auf dich. Meinst du, du kannst dir die Belohnung sichern? Thank you.
weitergehen? Irgendwo da draußen gibt es Beute. Oh, Zahlen. Je größer, desto besser. Ist tot. Jetzt gleich. Und der Übeltäter? Tja, es war der Neuling. Wir den Tag. Na los, Männer. Wir müssen unsere Heimat zurückerobern und meine Frau Königin finden. Lump! Ja, der Kristall muss die Quelle der Blaufuß sein. Und Gurgelrotz benutzt ihn dazu, Lumpfine in eines dieser Dinger zu verwandeln. Frau Königin, kannst du mich hören? Sag etwas, Mädchen. Tritt mich doch ein Lumpf, das sieht ganz schön übel aus. Aber ich denke, ich weiß, was ich tun muss. Ich werde den Kristall säubern. Halte mir die Blauen vom Leib. Oh, das ist wahre Schönheit. Pass das nächste Mal auf, mit wem du dich anlegst. Entsichert und im Anschlag. Hallo? Es läuft alles nach Plan. Herrlich! Gurgelrotz! Komm raus und zeig dich! Dafür werde ich dich umbringen! Wie du willst, Tochter. Zeit für unseren ersten und letzten Vater-Tochter-Tanz. Gurgelrotz tot ist und der verdorbene Kristall gereinigt wurde, können wir Lymphe endlich anfangen, unser Leben wieder aufzubauen. Es ist eine Schande, dass der alte Lump das nicht mehr erleben wird. Die Trüffeljagd wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein. Aber du hast uns heute einen großen Gefallen getan. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich hoffe, das hier reicht. Bereit und tödlich!